Krisenvorsorge und Silber als Währung in der Krise. Heute sehen wir uns zwei sehr interessante Tipps und Tricks an für das Thema Krisenvorsorge und das Thema Silber und wie Sie sofort mehr Sicherheit für Ihr Leben umsetzen können. Thorsten Wittmann, ich begrüße Sie zur heutigen Freitagsepisode von Faszination Freiheit. Heute aus der Millionenstadt Recife, hier im Nordosten Brasiliens. Ja, und wir sehen uns heute einen sehr interessanten, sehr wichtigen Tipp an, der Ihnen sehr, sehr viel Geld sparen kann zum Thema Krisenvorsorge bzw. Silber als Währung in der Krise. Und Sie erfahren, wie Sie noch viel mehr solcher Tipps und Tricks erhalten. Und der Ort hier, die Millionenstadt Recife hier im Norden Brasiliens passt sehr gut. Der Norden Brasiliens generell relativ gefährlich, gibt hier relativ viel Kriminalität. Man muss hier einfach aufpassen. Es ist im Leben einfach sinnvoll, eine gesunde Krisenvorsorge zu betreiben. Und wenn wir das mal auf die Euro-Situation nehmen und die Situation im EU-Raum, dass der Euro schon mehrfach kurz vor dem Kollaps stand und die Probleme nicht wirklich gelöst worden sind, sondern einfach nur in die Zukunft verschoben werden, dann macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Und die Finanzmärkte waren mehrfach kurz vor dem Kollaps. Und was würde es passieren, wenn einfach mal wirklich der Worst-Case-Fall eintritt, so wie in der Historie relativ normal, dass es eine Währungsreform gibt, dass eine Währung kollabiert und es eben dann wieder von vorne beginnt und es wieder eine neue Währung beginnt. Wenn man sich mit Finanzhistorie beschäftigt, ja etwas ganz Normales. Wie werden Sie darauf vorbereitet? Und das war die Frage auch eines Mitglieds aus unserer Community. Wie kann man sich dann vorbereiten, wirklich mal für den Worst-Case-Fall, dass man wirklich nicht mehr normal einkaufen gehen kann mit dem Euro? Was mache ich dann? Da war die Frage von dem Herrn, und zwar, wie ist es dann mit dem Anbieter XY im Bereich Gold und 1 Gramm Goldplättchen? Und dazu meine klare Meinung, würde ich davon abraten, setze ich selber auch nicht so um, denn die Anbieter verdienen hier sehr, sehr gutes Geld, denn die Margen sind die relativ hoch, wenn sie auf den Homepages von diversen Anbietern sind. Es gibt ja mehrere im Bereich, die 1 Gramm Goldplättchen oder Goldgrammbarren anbieten. Da finden Sie in der Regel nicht die An- und Verkaufsspanne. Wissen Sie warum? Weil die sehr, sehr hoch ist und weil die dann eben sehr, sehr gut daran verdienen. Deswegen, da wird eben mit der Panikmache ein bisschen Geld mit verdient. Es ist sinnvoll, dass man wirklich kleine Stückelungen hat. Ich zeige Ihnen gleich, wie ich das bei mir auch umsetze und wie das Sie auch umsetzen können. Und 1 Gramm Goldbarren machen ja keinen Sinn, sondern gehen Sie da auf 1 Unzen Goldmünzen oder jedenfalls auch höher und genauso im Silberbereich. Aber das Problem dann hier ist, die haben einen relativ hohen Wert. Da kann man nicht einfach mal im Gegenwert von vielleicht 100 Euro, 150 Euro mal eben zum Bäcker gehen und damit ein Brot kaufen. Und das können Sie ganz einfach umsetzen, indem Sie solche Silberplättchen, 1 Gramm Plättchen, ich halte es Ihnen das hier mal in die Kamera hinein, und die kann man wirklich hier abbrechen und könnte man wirklich damit als Zahlungsmittel verwenden. Die haben hier auch eine relativ hohe An- und Verkaufsspanne. Das ist also wirklich reine Krisenvorsorge. Das ist nicht als Investment gedacht. Ganz wichtig. Aber ein paar davon. Und ich denke, es gibt einfach schon mal Sicherheit und man weiß auch wirklich im Fall der Fälle, da könnte man wirklich, hoffen wir alle, dass wir diesen Fall nie erleben, aber könnte man auch wirklich zum Bäcker gehen und damit sein Brot bezahlen. Denn Silber und Gold, das ist die einzige Währung, die schon seit über 5000 Jahren immer akzeptiert war und immer einen Gegenwert darstellte im Vergleich zu den Papierwährungen, wo das nicht der Fall ist. Ja, wo finden Sie nun einen Edelmetallanbieter, wo Sie solche Silber 1 Gramm Plättchen kaufen können? Suchen Sie einfach im Internet, recherchieren Sie in gelben Seiten, über Google in größeren Städten, da gibt es in der Regel mehrere Edelmetallanbieter. Vergleichen Sie auch beispielsweise einmal mit proaurum.de in allen größeren Städten vorhanden. Die sind relativ günstig, es sind vielleicht nicht die insgesamt günstigsten, aber die Preise, die sind auf jeden Fall in Ordnung, können Sie auch dort beziehen oder dann eben als Referenzwert bei anderen Edelmetallhändlern. Und achten Sie darauf, wie lange das Edelmetallhändler bereits am Markt sind, wenn es nur 1-2 Jahre sind, dann würde ich mir das wirklich überlegen und dann lieber auf solche zurückgreifen, die schon über mehrere Jahrzehnte diesen Job machen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Wenn Sie diese Tipps so umsetzen, dann hat Ihnen das viel Geld gespart, dann können Sie ruhig schlafen, dann haben Sie eine gute, sinnvolle Krisenvorsorge in diesem Aspekt betrieben und können es ja wirklich sehr, sehr einfach umsetzen. Und dann ist es aber auch wichtig, das Leben wieder zu genießen, nicht nur die negativen Seiten des Lebens zu sehen. Das Leben ist polar, es gibt sehr viele Seiten, die sind jetzt vielleicht nicht so schön, was hier in der Welt passiert, aber es gibt genauso die schönen und guten Seiten. Und dann betreiben wir Krisenvorsorge und dann konzentrieren wir uns wieder auf die schönen Dinge des Lebens und sehen wieder auf die Seiten des Lebens, die eben lebenswert sind, auf der schönen Seite des Lebens. Ja,
Gut, so viel dazu. Ich zeige Ihnen jetzt noch hier ein paar Impressionen, die ich für Sie angefangen habe hier aus Brasilien. Gibt hier die weniger schönen Seiten in Brasilien, aber eben auch sehr, sehr schöne Seiten, wie beispielsweise 90 Cent für eine Kokosnuss, die man ganz frisch und lecker trinken kann, sehr gesund sogar. Und dann kriegt man den Meerblick hier sogar gratis. Das sind auch die schönen Seiten des Lebens. Die sollte man immer genauso sehen und vor allem auch genießen. Auf jeden Fall hier noch ein paar Impressionen. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Nehmen Sie sich jede Woche nur ein bisschen Zeit, Ihre finanzielle Freiheit zu leben für unsere Freitagsepisoden von Faszination Freiheit. Ich lasse mir wieder was Schönes für Sie einfallen. Seien Sie gespannt, von welchem Ort dann in der nächsten Woche. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Bis nächsten Freitag. Leben Sie Ihre finanzielle Freiheit. Herzlichst, Ihr Thorsten Wittmann. Thorsten Wittmann ist wirklich sehr seriös, sehr professionell und was er macht, hat wirklich Hand und Fuß an.